Herzlich willkommen zurück zum Let's Play F1 2012. Heute auch mal mit leerer Blase und vollen Magen. Ich hoffe es zumindest. Momentan gibt es noch kein Anzeichen darauf, dass irgendeines von den beiden eintrifft. Ja, und hier sehen wir noch herzlichen Glückwunsch zum 6. Podiumsplatz. Und wir gehen weiter nach Kanada. Kanada, eine meiner Lieblingsstrecken, muss man ganz ehrlich sagen. Und es ist auch nicht meine ganz absolute Lieblingsstrecke, aber allerdings bin ich sehr zufrieden damit. Wow, ich mag sie sehr. So, und was für ein tolles Ziel müssen wir heute mal wieder erreichen. Sollen wir wieder auf Platz 3 fahren im Qualifying und auf Platz 1 im Rennen? Wäre auf jeden Fall sehr logisch bei Peter Sauber. Er möchte immer nur das Beste wissen oder haben. Oh, und beendete Runden 333. Was für eine Schnapszahl. Natürlich werde ich aber kein ausgeben heute dafür. Und was haben wir denn jetzt hier so? So, da fliegen schon mal Blätter umher. Ich freue mich natürlich immer über trockenes Rennen. Ich mag eigentlich gar nicht so wirklich Regen. Yeah, vierter Startplatz im Training und im Rennen zweiter. Training leicht bewölkt, wolkenlos, leicht bewölkt. Das ist auch mal schön. Und ich werde erstmal wieder gleich die Traktionsrolle rausmachen. So. Die ich ja letztes Mal vergessen habe, rauszumachen wieder im Rennen. Allerdings, jetzt clean. Wir sind clean. Ich hoffe es zumindest. Sieht ja auf jeden Fall nicht nach Regen aus. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir es jetzt wieder hinkriegen werden. Karriereruf. 56.000. Schieß mich tot. Gewonnene Team Intent Duelle 1 gegen Rubens Barrichello im letzten Jahr. Und dann wollen wir loslegen auf den Circuit Gilles Villeneuve. Und es soll sogar noch ein bisschen regnen. Zumindest nach der Grafik dort, die wir gerade gesehen hatten. Mit dem kleinen Wettersymbol. Und oh, wir haben erst schon wieder ein Ziel. Oh, ihr wollt mich doch verkackeiern oder was? Ah. Haben welche? Wir haben weich und super weich. Was ist denn diesmal? Erhöht den Abtrieb auf der hinteren Achse. Wow, letztes Mal Vorderachse, diesmal Hinterachse. Und laden, laden. Gucken. Okay. So, beim ersten Mal lasse ich nochmal wieder ein bisschen Zeit vorsimulieren. Damit ich vielleicht so einen ungefähren Vergleich habe. ...116.0, 115.7, 114.2 vom Nick Heidfeld. Und jetzt sollte er gleich ein freies Feld kommen. Wenn ich das richtig gesehen habe, also sollte eine freie Stelle kommen auf der Strecke. Wenn ich jetzt nicht zu spät rausgefahren bin. Ja, das habe ich sogar richtig gesehen. 1.14.8. Also wir dürfen jetzt mal gerade 6 Zehntel langsamer sein als der Nick Heidfeld. So, ich bin die Strecke schon lange gar nicht mehr gefahren. Ich bin jetzt letztens ziemlich R-Faktor gefahren auf der Strecke und das ist dann jetzt schon wieder was komplett anderes. Ich hoffe mal auf jeden Fall, dass ich mich schnell an die Strecke gewöhnen werde und es nicht so enden wird wie in Monte Carlo, wo ich ja die erste Runde fast irgendwo mal stehenbleibende Reifen hatte oder sowas. Reifen. So. Anbremsen für die Haarnadelkurve. Oh, stimmt ja, ich habe keine Traktionskontrolle drin. Ich habe gewundert, hä, was ist das denn? Die Reifen sind, glaube ich, noch nicht so wirklich auf Temperatur. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen jetzt so. Aber ziehen haben wir auch noch einige mit. Und hier haben wir ja 2 DRS-Zonen wieder. Das sollen wir gar nicht vergessen. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, wieder sehr interessant fürs Rennen. Also
dass ich jetzt hier einigermaßen gut abschneiden werde. You're showing good pace. Keep it up. Okay, im ersten Sektor sind wir sogar ganz gut. Was sagt Sektor 2? Oh, wir müssen. Ja, das war etwas zu spät gebremst. Aber da hat es Zeit gekostet. So, mal gucken. Topspeed sollte auf jeden Fall auch ordentlich sein. Und noch ein bisschen DRS für die letzte Gerade. Fantastic data. This will really help the team develop the car. Ja, das ist auch schön, dass euch das gefällt. Geben wir mal ein Bestes für das Team. Das war ein bisschen zu spät gebremst, aber sollte eigentlich funktionieren. Vielleicht verliere ich jetzt da mal nicht so viel Zeit hier im Mittelsektor. Sieht auf jeden Fall besser aus als letzte Runde. Wir sind auf jeden Fall auf Bestzeit unterwegs. Lange gerade wieder schöne Zeit zum Entspannen auf jeden Fall. Und was haben wir jetzt so Schönes? Sollte auf jeden Fall noch eine Verbesserung sein. Ja. 1.13.8 auf jeden Fall. Das war schon mal ein gutes Ergebnis. Zurück zur Garage. Und für das erste Training sollte das gut genug sein. Wir wechseln jetzt. Ja. Na, am Ende 9. Ninth position in practice. That's pretty good. Nice work. Kobayashi ist 10. Auch schönes Ergebnis. Und dann wollen wir mal weitergehen ins zweite Training, wo wir natürlich auch wieder ein Ziel haben. Traurigerweise. Zielzeit wieder mal innerhalb von 7 Runden unterbieten. Ja, ich bekomme dieselben Reifen, das ist gut. Und wir lassen mal wieder die Zeit etwas vorspringen. Ja, wird schon klappen. So, okay, gut. Was habe ich denn diesmal für eine Zeit? 1.14.3 und das sieht ganz schön bewölkt aus da. Na, vielleicht ist der kanadische Winter hier noch wieder unterwegs. Oh, ich habe wieder ein freies Fenster erwischt. Sofern ich natürlich jetzt die Runde recht langsam fahre. Ja. Mach dir keine Sorgen, Junge, ich mach das schon. Sofern er davon auch ein bisschen Gas gibt und ich nicht ganz so nah rankomme, kann ich auf jeden Fall eine freie Runde fahren. Sofern auch mal ein fehlerfreies Qualifying wieder dabei ist. Das würde mich auch so ein bisschen sehr, sehr glücklich machen. Ein bisschen noch die Reifen hier aufwärmen. Falls es überhaupt was bringen sollte. Ich glaube nicht wirklich. Auf der Grafik ist also nicht wirklich etwas zu erkennen. So, ah, doch, ein bisschen. Okay, dann geht's jetzt auf.
Auf, auf. Zur ersten Runde hier. Ah, das war vielleicht ein bisschen zu doll aufs Gas getreten. You're showing good pace for qualifying at the moment. Keep it up. Okay, ja, ich gebe mein Bestes. Am ersten Tag sind wir doch wohl ziemlich stark. Allerdings im zweiten verlieren wir dann immer recht viel. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Cash verbraucht. Und lässt er uns vorbei? Das sollte wie im Virgin sein, der Glock bestimmt. Ah, der Ambrosio. Ah, die Schikane ist ein bisschen manchmal. Man sollte, glaube ich, den Bordstein auf jeden Fall nicht zu doll nehmen. Great work. We've got the telemetry we needed. Okay, 1.13.5. Ups. Trotzdem noch auf Bestzeit unterwegs, obwohl ich diesen Quersteher da sogar noch drin hatte. Heiliger Strohsack. Oh, was sagt Sektor 2? Ah, jetzt mal ein bisschen mehr Kehrs benutzen, mal gucken, ob das etwas bringt oder nicht. Und Verkehr. Aber auf jeden Fall knapp. Great lap. That's the quickest of the session so far. 1:12.9. Na, wenn das nicht schon mal eine ordentliche Zeit ist. Ja, also ich bin optimistisch. Auf jeden Fall für das Qualifying schon mal. Das ist Sechster auf jeden Fall. Guck mal, hier steht Zwölfter. Also, ich sehe positiv in die Zukunft für Montreal. Vielleicht mal wieder ein tolles Ergebnis. Fürs Team vielleicht wenigstens das Ziel zu erreichen. Qualifying-Ziel ist, denke ich mal, auf jeden Fall möglich. Ja, und nochmal Zielzeit innerhalb von 7 Runden unterbieten. Jetzt fahren wir mal wieder mit den ganz weichen Reifen. Wollte dahin. Ein, dahin. So, sollen wir mal wieder ein bisschen fahren hier? Oh, 1.12.8 jetzt schon. Das muss ich jetzt 1.13.7 muss ich jetzt fahren. Standing by. So. 1.13.7. Ja, oh, ist denke ich mal machbar. Da war 1.12.9 schon gefahren mit den harten Reifen. Und wir kommen ja, verhältnismäßig in den freien Raum raus. Das ist noch eine. Right, we need you to put in some fast laps. We'll be collecting data for the guys back at the factory. Jo, okay. Also wenn nichts falsch läuft, werden wir auf jeden Fall besser werden, Leute. Das kann ich dir schon mal sagen. So. Dürfen wir den noch überholen oder nicht?
Das ist hier schon wieder dieser Zirkus, wo so viele fahren. Ich versuche mal trotzdem noch irgendwie einigermaßen guten Bereich zu finden. Oh, und jetzt zählt es. Oh, Heidfeld! Was machst du denn bitte schön da? Wo hast du gebremst? You're showing good pace. Keep it up. Ah, der Olle Nick Heidfeld hat mich da aufgehalten. Oh, jetzt sind hier schon wieder zwei langsam unterwegs. Also da noch wieder einen überholt. Und auf geht's. Das scheint schon wieder ein Renault zu sein. Oh, das war Kacke. Gut, wenn ich schon kann ich mich nach vorne behaupten. Und hier sieht's aus. Oh, zweiter Sektor sieht ganz okay aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in der zweiten Runde die Reifen doch eindeutig besser sind als in der ersten Runde. Kann ich wenigstens noch die Pole nach Hause bringen? Oder die schnellste Zeit hier? Sollte auf jeden Fall passen. 1-12-4 und ja, wenigstens haben wir dieses Ziel auch hier schon mal wieder erreicht. Gut fürs Team. Und ja, ich würde sagen einfach, wir springen mal zum Qualifying. Denn wir haben alle drei Ziele erreicht. Am Ende war es nachher Platz 8. Das ist okay.